Heute geht's mit Ruhrsieg Nord. Heute mit einer leeren Rückkehr. Und wir fahren eine Reihung leerer Waggons. Was? Eine neue Reihung leerer Waggons muss Richtung Norden nach Ledmate gebracht werden, damit sich die Räder der Wirtschaft weiterdrehen. Scheinbar klar, das ein bisschen auf. Die Sonne kommt offenbar raus. Das war alles sehr, sehr dunkel gehalten, den ganzen Szenario. Aber jetzt habe ich so das Gefühl. Mal schauen, was die Rückkehr so uns für interessante Sachen bereitet. Leerfahrt. Und wieder mit einer DWB 185. Ein Zug mit leeren Waggons wurde in Plettenberg vorbereitet. Diese müssen für die nächste Produktlieferung zurück zum Lieferanten gebracht werden. Steigen Sie ein und es kann losgehen. Wir steigen also wieder hier ein. Und 5 Sekunden, bis es blinkt, bis es wieder leuchtet, hinsetzen, auf neutral, wunderbar, eben das. Vorwärtsbremsung auf Leistung und auf Position 1b, dann Strom abnehmen wir natürlich drauf und schließen. Jetzt fließt auch der Strom. Schalten Sie die Lichter ein und auf Parkbremse lösen. Bremse. Ich wollte schon mal sagen, lösen. Habe ich irgendwie einen Scheibenwischer gesehen? Kann man langsam gebrauchen, auch wenn das offenbar nicht irgendwie drauf abhält. Irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo. Ist ja offenbar auch egal. Dann ab dafür. An eine Formation koppeln, halten Sie kurz vor dem Zug und koppeln Sie manuell an. Wie immer. Das kennen wir mittlerweile. Manuell ankoppeln. Das geht doch schon wieder Scheiben, schon irgendwo oder nicht. Vorzugsweise ein Knopf, aber das ist noch wieder kein Mist. Ah, okay. Hier, also langsam. So scheint es richtig zu sein. Ja gut, dann halt ohne Wischer. Ja, ich werde noch über den Haufen gefahren. Es muss hier doch irgendwo einen Scheibenwischer geben. Ah, hier.
Wurzel irgendwo eingesehen. Jetzt mache ich natürlich angemacht, brauchen wir nicht mehr. Den. Wie ist das denn hier um? Schalten die Lichter aus. Und begeben uns in einen anderen Führerstand. Sieht das gut aus? Na, ja, muss ich irgendwie nix. Aber das ist mir jetzt auch echt egal. So, hinsetzen. Spitzensignale hell. Fahrend. Volle Leistung. Auf. Raus. Und Scheibenwischer im Intervall. An dem Ort halten Ledmatel 103, warum auch immer das jetzt. Sehen wir das Szenario neu starten. Jetzt aber, ich vermute mal, ich habe gerade aus Versehen. Hinten beim Rausgehen, beim Führerstandswechsel habe ich, glaube ich, gerade eben was falsch gemacht, ne? Und zwar habe ich, glaube ich, wenn ich mal rausgehen, habe ich es aus Versehen auf neutral gestellt, hinten Richtungswender oder Hauptventil oder irgendwie so weit in der Richtung. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass es dann nicht wollte. Ich glaube, den ganzen Zug nochmal in voller Länge. Krachten. Geben, um nach Ledmatel zu kommen.
Oh, schön gemacht. Schön die frierte Straße. Oh, Persona, ja, in nur 18,5 Kilometer gefahren. Okay, wunderbar. Es war zu schnell, aber gefahren. Aber so schnell kann ich. Jetzt sieht man erstmal, wie kurz der Zug ist. Ach verdammt, hier ist meine Höhe Mist. Ich muss wieder daneben kommen, ne? Ich bin schon rein. Oh, schön. Gefällt mir. Oh, auch wenn es regnet, ne? Oh, schön. Ach, bei Tags wollte ich gerade sagen. Ohne Regen ist es bestimmt noch schöner, aber hat auch was. Schön gemacht. Was? Danke. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber auf den Strecken habe ich auch mal wirklich etwas zügig unterwegs. Auf immer so zügig, dass wir sogar plötzlich ein rotes Signal hatten. Es geht in einen. Oh, das ist einfach so schön gemacht. Und es geht bergauf. Oder nicht? Vielleicht auch nicht. Ich habe mich auch mal getäuscht.
und es geht leicht bergab. Ich bin verwirrt. Dann wollen wir uns mal weiter rollen lassen. Mal schauen, was uns da jetzt gleich erwartet. Oh, der Regen, der breitet zwar sehr schön ab. Der wird vor uns auf der Strecke. Ja. Ups. Schön gemacht.
in den nächsten Tunnel. Juhu. Und ist auch richtig steil, gell? Boah, ist richtig steil. Das ist aber doch schon länger ordentlich bei, gell? Das sind wir ein bisschen länger. Schön geworden, sehr, sehr schön.
Und der nächste Tunnel rein. Es geht irgendwie ständig bergab, obwohl es dann vorkommt, als ob es bergauf geht. Das ist ne? Faszinierend. Haben wir es ja schon fast geschafft. Ich wäre lediglich eine hiesige Mannschaft übernimmt jetzt. Okay, das Ganze unter einer halben Stunde, wo auch
über eine Viertelstunde schneller als angedacht? Na. Ich sage jetzt einfach mal Chapeau für mich selbst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Szenario von der Ruhrsieg Nord Strecke wieder. Dann fahren wir wieder ein bisschen Personenzug. Aber ist auch wirklich. Fahren durch den Sturm. Im Grunde genommen die komplette Strecke. Heavy Metal ist ähnlich. Nur halt dann wahrscheinlich wieder nicht Personenzug. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss!